Die Welt von Halo 5 Guardians entwickelt sich immer weiter. Und das hat Free for Free jetzt wieder unter Beweis gestellt mit geleaktem Footage vom Beta-Menü. Also es ist ja immer noch in einer Beta, dieses Spiel. Vom Beta-Menü und vom Menü-Soundtrack. Und damit heiße ich euch hier herzlich willkommen bei Sick Enterprises. Ich bin Ishma. Und ja, ich wollte mal ein paar Worte bezüglich dieses Menüs verlieren, was Free for Free hier eigentlich getan hat. Es ist das Menü des Warzone Multiplayers. Es gab angeblich auch ein Update für die Beta, die man im Dezember bzw. Januar spielen konnte, wo sich das Menü verändert hat und wo man die neue Menümusik hören konnte. Man hatte zwar keinen Zugriff auf das eigentliche Menü, aber man konnte die Musik hören. Ich glaube, Free for Free hat da jetzt wieder irgendwas geändert, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Wie dem auch sei, wurde separat von Unbekannt Footage von diesem Multiplayer-Menü released. Und ich würde erstmal zuallererst auf dieses Menü eingehen, und was zu sehen ist, ist die altbekannte Infinity aus Halo 4. Schon bekannt, und Pelicans, die da so in diese Richtung fliegen. Ja, halt das Typische, was man aber einfach sagen muss, es ist echt gut in Szene gesetzt. Ich finde den Style ziemlich cool, ich finde den Style von der Schrift cool. Man hat diese, als wären das so Neonröhren für die Oberüberschriften, das ist alles ziemlich fesch. Die Infinity fliegt vor einem Planeten unbekannter Art, Zenghelios vielleicht, vielleicht auch nicht. Da sind auch ein paar Schiffe zu sehen im Hintergrund. Ich sehe sie hier auf diesem Bild gerade ganz schlecht. Sind wahrscheinlich einfach nur Fregatten, könnten aber auch Schiffe der Allianz-Separatisten sein. Also nicht von den Allianz-Separatisten, halt von Thal Vadams Fraktion sozusagen, die guten Eliten. Und mir gefällt der Style ziemlich gut, weil er einfach um einiges besser wieder aufgestellt ist als der von Halo 4, weil du da diese wunderlichen Visitenkarten hattest, mit denen du da umher navigierst. Das war einfach, es war nett gemeint, aber an sich war diese ganze Idee einfach nur für die Tonne, muss ich sagen. Ja, es ist bewegt, Bild, Fregatten fliegen, Pelicans fliegen, und dann wird hinüber geswitcht in das eigentliche Spartan-Menü, dass man durch Start erreicht. Unten, das nennt man dann jetzt wahrscheinlich immer noch Spartan Hub, genau. Und da hat man Zugriff auf seinen Spartan, auf alles. Da hat man jetzt eine übersichtliche Auflistung, muss ich sagen. Und das war das Problem an Halo 4, das Spartan Hub war verdammt unübersichtlich. Hier hat man eine ganz normale Auflistung mit Oberüberschriften. Sobald man auf eine Überschrift drauf geht, hat man Unteroptionen sofort im Blick. Also du weißt, muss ich da jetzt überhaupt reinklicken für das, was ich sehen will, oder eben nicht. Da haben wir einmal den Service Record in der Karriere, die Commendations und den Mission Intel, keine Ahnung, Service Record wird wahrscheinlich sowas sein. Hier, dein Spartan Rank ist so und so, dein CSR hast du in dieser Liste so und so. Die Commendations sind halt die üblichen Belobigungen, schon gesehen aus Halo Reach, mit denen man seine Rackpacks verdienen kann, wenn man denn das will, und wenn man dazu fähig ist. Dann hat man hier die Customization, Spartan Appearance, Spartan ID und Weapon Skins. Also Customization, da fällt alles drunter, was du an dir, an deinem Spartan und an deinen Waffen machen kannst. Ganz interessant. Dann hat man hier noch die Requisitions. Mit dem Store, anscheinend ein Handelmarkt, anscheinend, wo du dir Rackpacks kaufen kannst. Store, ja, ich denke mal, das wird die Sache sein mit Echtgeld. Open Packs, einfach wahrscheinlich die Packs öffnen und die Collections, die man selber hat, in seiner Collection halt. Settings, Controller-Settings und Audio-Settings waren das hier, glaube ich, gerade, so wie ich es mir gerade anschaue. Und der File-Browser mit Modes und Maps. Also das ist alles Beta-Getue, da könnte natürlich noch viel mehr kommen. Aber der File-Browser ist auf jeden Fall da, also die Master Chief Collection-Geschichte müssen wir uns nicht antun. So, und was extrem interessant ist, muss man sagen,
ist in den Settings, dass man im Audio und Video Lautstärken verschiedener Dinge individuell anpassen kann, was in Halo so lange gefehlt hat. Es war nie da. Du konntest, wenn du überhaupt was an dem Audio einstellen konntest, war es, wen hörst du im Match übers Headset. Und ja, ich glaube, das war es schon. Hier kannst du die Musiklautstärke, die Effektlautstärke und die Sprachlautstärke alles individuell einstellen, was so nötig war. Und man kann so sein Erlebnis komplett verändern. Du kannst die Kampagne komplett ohne Musik spielen, wenn du willst. Oder du kannst die Kampagne nur mit Musik spielen, wenn du das willst. Wer auch immer sowas machen würde. Aber wie auch immer, es ist halt echt gut, weil es zum Beispiel hat es ultra gefehlt in Halo 3, wo vor allem in der deutschen Übersetzung die Stimmen unendlich leise waren. Du hast nichts verstanden. Dann hast du wieder Halos gehabt, da war die Musik zu laut. Die Musik war einfach zu laut, du hast niemanden mehr gehört, du hast den Rest nicht mehr gehört. Die Musik war halt zwar immer gut, trotzdem kann es so ein bisschen ablenken. In Halo 4 war das Problem, da war die Musik zu leise und die Stimmen zu laut, oder nee, die Effekte zu laut. Das hätte man wiederum einstellen können. Man hat in Halo 4 einfach zu wenig von der Musik mitgekriegt, was sehr schade war. Und das ist jetzt alles einstellbar, das ist alles ziemlich... cool. Was haben wir hier? Ich muss mal ganz kurz optimal. Ich sehe das hier auch alles so schlecht. Aber egal, das wird schon gehen. So, dann geht er hier noch durch die Requisitions. Hier steht Complete Commendations or Rank Up Your Spartan to get more Rec Packs. Sozusagen. Ja, durch solche Geschichten, durchs reine Spielen kriegt man Requisitions. Man kriegt sie dann natürlich schneller, wenn man mehr macht, sozusagen. Und wenn man hier in die Customization hineingeht, dann hat man hier seinen Spartan so an der Seite, wie man es halt kennt, mit Armor, Helmet, Visor und Color. Und hier sieht man, dass echt eingeschränkt wurde, was hier eigentlich Phase ist in der ganzen Chose. Denn letztendlich hatte man ja früher immer die Möglichkeit, man konnte die Schultern anpassen, man konnte die Arme anpassen, man konnte die Beine anpassen, man konnte alles individuell anpassen. Dass sie jetzt diesen Schritt zurückgegangen sind, das haben sie auch bestätigt, ist... Es ist einfach Faulheit so ein bisschen. Man hätte das auf jeden Fall einfach lassen können für Leute, die Spaß daran haben. Auf der anderen Seite haben sie es damit begründet, dass sie vordefinierte Armor-Sets zur Verfügung stellen, die, wo alle Komponenten wie Schultern, Brust, alles aufeinander abgestimmt ist und so am Ende ein besseres Komplettbild abgibt. Kann man sehen, wie man will. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht, weil sie haben gesagt, man wird wahrscheinlich in Rüstungen ersaufen, so viele werden sie haben, dass man sich da einfach das nimmt, was man haben will. Den Helm kann man getrennt vom Armor halt noch verändern, was gut ist. Und wenn sie dann tatsächlich recht haben und es ist echt gut aufeinander abgespielt, dann sollen sie es machen. Gut, ich meine, ja, kann man sehen, wie man will, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Visorfarbe ist immer noch veränderbar, wobei man sagen muss, es war ja noch komplett mischbar in der Halo 5 Beta, jetzt ist es nicht mehr so. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Hier kann man auf jeden Fall, hier geht er durch die Optionen durch. Armor, Helmet, Visor. Man kann den Spartan halt drehen, wie man mag. Platzhalter-Animation vom Spartan jetzt zurzeit. Das sieht ein bisschen wunderlich aus, wie er da so umherfliegt, sozusagen. So, und dann hat man hier Farben fürs Emblem zum Beispiel. Mit einer lustigen Vorschaugrafik anhand eines Würfels. Ja, nicht schlecht. Irgendwie, ja, ich verstehe die Ansicht an sich gerade nicht so ganz. Man wählt eine Hauptfarbe und kann anhand dieser Hauptfarbe sich Variationen auswählen oder so? Keine Ahnung. Ich glaube auch, wie ich es jetzt gerade gesehen habe, bin ich doof oder habe ich recht? Ja, anhand der Farbe des Emblems an der Hauptfarbe verändert sich der Hintergrund des Menüs. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht falsch gesehen.
Naja, wie auch immer, man kann dann hier noch so Stance, also die Haltung des Spartans und die Assassination Moves ändern. Die Haltung des Spartans kennen wir aus Halo 4 auf der Visitenkarte eines von einem selber. Hat man den Spartan in seiner Stance gesehen? Assassination Animations ist eine coole Sache, die man sich mit Ragpacks verdienen kann. Hey, dann kann ich halt damit angeben, dass ich eine 10 Sekunden längere Assassination Move mache, aber wenn mich dabei keiner stört, dann habe ich einen verdammt geilen Move. Kann man machen, muss man nicht. Ist halt ein nettes Gimmick, sage ich auch nichts gegen. Man hat hier wieder mal die Möglichkeit, zwischen männlich und weiblich zu wählen. Größenunterschiede sehen auf den ersten Blick enorm aus, aber in-game werden sie wohl nichts ändern, wie was fälschlicherweise von anderen angenommen wird, aber naja, das bleibt wohl ein Mythos der Wannabe-Pros. Ja, dann haben wir hier die Service-Scannung und die Weapon-Skins. Man kann jede Waffe individuell an seinem Spartan auswählen und daran dann den Weapon-Skin ändern. Hier jetzt alles nur Beta-Darstellung. Man sieht das hier nicht wirklich gut. Man hat das DMA, man hat das BA. Das Assault Rifle, das SMG, die Magnum sieht man hier. Das sind die Waffen, die man bisher hier so verändern kann. Wahrscheinlich werden es mehr sein, aber ich meine, who knows. Und das war eigentlich auch schon alles. Man hat hier nochmal eine Ansicht über den Controller, wo sich jetzt nicht viel verändert hat. Würde ich jetzt so sagen, viel hat sich nicht verändert. Ground Pound liegt jetzt auf dem Schlag. Und naja, das ist so viel zum Menü. Jetzt wollte ich noch ein paar Worte. Ich nehme hier schon verdammt lange auf, glaube ich. Guck mal eben. Ich nehme hier länger auf, als ich wollte. Über das Menü und über die Musik. Und man muss echt sagen, was die Musik angeht, hat Free4Free den Sieg bereits in der Tasche. Dieser Kajumi Misayoko oder wie er heißt, der Typ, der Neil Davidge beim Soundtrack von Halo 4 geholfen hat, hat genau das getan, was nötig war. Und zwar, er hat die Origin von Halo mitgenommen. Alles, was früher so am Start war, hat er mitgenommen. Hat alles zusammengepackt. Und man hat nostalgische Momente gemischt mit neuen epischen Orchestern. Man hört dieses Orchester einfach raus. Und man hat halt, ich kann mir das echt gut vorstellen, wenn man dann spielt und man hat diese Nostalgic-Flashes einfach durch die Musik. Man braucht nur kurz reinhören. Da hat man Momente von Halo Combat Evolved. Ganz eindeutig habe ich sofort rausgehört. Dann wiederum Momente aus Halo 3. Was viele Leute freuen wird, weil viele sagen, Halo 3 hatte den Soundtrack. Wiederum Momente aus Halo 4. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie aus dem Soundtrack nochmal rausfiltern kann, aber Halo 4 auch wieder dabei, was ein sehr geiler Soundtrack war. Und Halo 2 in diesem Menütrack jetzt, glaube ich, nicht zu hören, aber im Widok zu Warzone war ein Halo 2 Track zu hören, also aus jedem Halo. Jedem Master Chief Halo nehmen sie Musik mit, packen es da rein und vermischen es einfach mit super epischen zusätzlichen Musikstücken, mit denen man schon, man hat hier Passagen, da denkt man sich, ja, das ist Halo, Halo 5, das ist Halo 5's Musik und das wird, glaube ich, auch für einige Jahre in Erinnerung bleiben. Ja, das waren meine Ansichten. Wenn ihr den Track vollständig hören wollt, lasse ich mal einen Link in der Beschreibung. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Menü haltet und auf was ihr euch noch so in Halo 5 Guardians freut. Und ja, ich wäre am Ende. Schaut doch mal auf dem Kanal vorbei. Lasst ein Like da. Schaut euch die Videos an von Psycho und Quert und mir, wo ich halt auch ab und zu bin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Ishmar. Auf Wiedersehen.